McDonald's hat sich selbst ins Bein geschossen, indem sie die irische Fastfood-Kette Supermax wegen deren Namen verklagt haben. Obwohl der Name Supermax vom Nachnamen des Gründers kommt, Pat McDonough, sagte McDonald's, es wäre ein Trademark-Verstoß und klagte. Da McDonald's aber nicht genug Beweise liefern konnte, dass sie den Namen auch wirklich oft genug benutzt haben, wurde ihnen das Trademark in Europa entzogen. Und Burger King waren die ersten, die sich drüber lustig gemacht haben, indem sie überall in ihrem Menü geschrieben haben, dass deren Produkte wie Mac-Produkte sind, nur besser. Und Supermax konnte seinen Namen behalten.